Warum hassen Zauberer eigentlich Muggel? Das und mehr jetzt in diesem Video. Hat sich schon jemals jemand die Frage gestellt, was eigentlich der Ursprung dieses Hasses zwischen den Zauberern und den Muggeln war? Es scheint tatsächlich einseitig zu sein, da die Zauberer alles verachten, was mit Muggeln zu tun hat. Und die Muggel natürlich auch nicht wissen, dass die Zauberer existieren, also offiziell. Aber war das schon immer so? Haben sie einfach beschlossen, nicht-magische Menschen zu hassen? Es muss doch einen Grund für ein derartiges Ausmaß an Feindseligkeit geben. Genau das ist das Thema, mit dem ich mich heute in diesem Video beschäftigen möchte. Woher kommt dieser Hass auf Seiten der Zauberer und welche Rolle haben die Muggel gespielt, um ihn zu verursachen, oder ob sie überhaupt dazu beigetragen haben? Um das zu verstehen, müssen wir tief in die Geschichte eintauchen, zurück zu einer Zeit vor der Gründung von Hogwarts. Eine Zeit, als es keine getrennte magische Welt gab, sondern magische und muggelhafte Menschen integriert waren. Eine Zeit, in der Magie versteckt werden musste, da sie als böse und übernatürlich galt und mit dem Teufel assoziiert wurde, natürlich nur von der Muggelseite aus. Das Christentum dominierte stark in ganz Europa, besonders in Großbritannien, und die Religion war damals im Grunde genommen das Gesetz. Muggel waren immer einer höheren Macht unterworfen, und es wurde gesagt, dass nur Gott die Macht haben sollte, magische Taten zu vollbringen. Alles, was darauf hinwies, dass man etwas Ungewöhnliches tat, wurde als böse angesehen und war im Grunde ein Todesurteil. Magie wurde damals nicht verstanden und wie die Geschichte zeigt, wird das, was nicht verstanden wird, gefürchtet und normalerweise auch zerstört. Viele unschuldige Menschen wurden verfolgt, gefangen genommen und getötet, weil sie Magie besaßen oder sie nutzen konnten. Nicht nur Zauberer und Hexen, sondern auch Muggel, die zu Unrecht für Hexerei verurteilt und hingerichtet wurden, weil irgendetwas Komisches passiert war und die anderen Muggel einfach dachten, oh, Teufel, Teufel. Man denke nur an die Hexenprozesse in den USA, wo Menschen bei lebendigem Leib auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, ohne angemessene Beweise für ihre vermeintlichen Vergehen. Die Spannungen zwischen Muggeln und magischen Menschen waren zu dieser Zeit auf einem Allzeithoch. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob es jemals einen Krieg zwischen ihnen gab. Etwas, das uns nie mitgeteilt wurde. Es scheint nicht weit hergeholt zu sein und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass Zauberer und Hexen abgeschlachtet wurden, obwohl ihre Bewaffnung mit Zauberstäben der schieren Anzahl der Muggel 2:1 unterlegen war. Es ist ziemlich klar, dass ihre Bewaffnung mit Schwertern, Äxten, Bögen und Pfeilen überlegen war und dass die Geschwindigkeit, mit der Magie sie aufhalten könnte, völlig übertroffen wurde. Dieser Krieg hätte ein Wendepunkt für die Zauberer sein können, um endlich die Entscheidung zu treffen, sich endgültig von der Muggelwelt abzuspalten und ihre eigene Gesellschaft fernab jeglicher Bedrohung zu schaffen. Doch die Schaffung dieser getrennten Welten oder Gesellschaften ließ die Zaubererfamilien mit einem bitteren Geschmack im Mund zurück. Sie waren wütend darüber, dass ihre Familienmitglieder getötet wurden, nur weil sie magisch waren, nur weil sie etwas anders waren. Sie hielten daran fest und haben es nie wirklich losgelassen. Versteht mich nicht falsch, nicht alle Zauberer waren mit solchen Maßnahmen einverstanden, aber ein Ausbruch würde jahrhundertelang anhalten und würde bis heute existieren. Es war eine Familientradition, unterstützt von einem Wissen über die Probleme, mit denen Zauberer mit Muggeln konfrontiert waren, um das übergeordnete Ziel zu wahren, die zwei Rassen getrennt zu halten, ähnlich den vier Gründern von Hogwarts. Die Schule sollte nicht nur die Stabilisierung der neuen magischen Welt fördern, sondern auch den Kindern einen sicheren Ort bieten, um Magie zu lernen und zu praktizieren, ohne von Muggeln attackiert zu werden. Es gab jedoch Probleme, denn obwohl Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw und Helga Hufflepuff glücklich darüber waren, dass auch muggelgeborene Schüler an der Schule aufgenommen wurden, um Magie zu erlernen, war Salazar Slytherin nicht einmal bereit, einen Muggelgeborenen zu akzeptieren, da er glaubte, dass sie nicht magisch seien. Es gab immer wieder Streitigkeiten zwischen Slytherin und Gryffindor, was schließlich dazu führte, dass Salazar Slytherin Hogwarts verließ und nie wieder gesehen oder gehört wurde. Slytherin fühlte sich so stark darin, die Art der Zauberer zu schützen, dass er konsequent seinen Standpunkt vertrat. Aufgrund seiner Überzeugungen gab er sein Lebenswerk auf, um nicht mit den Muggelgeborenen zu unterrichten. Die Aktionen der Reinblüter sind in Harry Potters Zeit extrem, aber dass einer der größten Zauberer des Zeitalters alles aufgibt, was er aufgebaut hatte, wegen Muggeln und muggelstämmigen Kindern, deutet darauf hin, dass etwas wirklich Drastisches, etwas Großes in seiner Kindheit zum Beispiel passiert sein musste.
Es musste einen gewichtigen Grund geben, der über die bloße Vermischung der Zauberer mit Muggeln hinausging und die Blutsreinheit der reinblütigen Zauberer gefährdete. Daher war es definitiv etwas, das reinblütige Zauberer sehr ernst nahmen und das sich über Jahrtausende erstreckte. Dies begann damit, dass sie sich von den Muggeln abgrenzten und führte schließlich zu einem Hass und einer Bitterkeit gegenüber den Maßnahmen, die die magische Gemeinschaft ergreifen musste, um sich zu schützen. Warum sollten sie ihre Magie verbergen müssen? Warum konnten sie nicht einfach so sein, wie sie wirklich waren? Magie wurde von den Muggeln nicht verstanden und einige Zauberer erlebten jahrelange Unterdrückung. Genug war genug. Es war Zeit, sich zu erheben und sich zu weigern, sich weiter zu beugen. Unglücklicherweise waren diejenigen, die so dachten, eine große Minderheit, da die zaubernde Gemeinschaft Großbritanniens bereits etabliert war und mehr als genug Platz in ihrer verborgenen Welt hatte. Sie waren im Allgemeinen zufrieden, was die Minderheit wütend machte, und diese beschlossen sich zu wehren. Gellert Grindelwald und später Lord Voldemort waren zwei Männer, die beinahe Erfolg gehabt hätten und die Welt zum Besseren, in deren Augen natürlich, hätten verändern können. Es ist auch wichtig zu beachten, dass obwohl einige Menschen mit dem Ultimatum konfrontiert waren, sich ihnen anzuschließen oder zu sterben, es viele Familien gab, die Lord Voldemort unterstützten, insbesondere die Malfoys. Die Malfoys sind interessant, da sie eine der ältesten Zaubererfamilien Großbritanniens sind. Ihr Vorfahre Armand Malfoy kam im Mittelalter nach Großbritannien und war Augenzeuge der früheren Spannungen zwischen Zauberern und Muggeln, als die magische Welt kaum etabliert war. Er gab seine Abneigung gegenüber Muggeln und Muggelgeborenen an seine Kinder weiter und erzog sie in dem Glauben an eine reinblütige Ideologie, die dazu neigte, auf diejenigen herabzuschauen, die nicht in ihre Gesellschaft passten. Diese Ideologie verbreitete sich bald auf andere Familien, die alle bestrebt waren, ihre Blutlinien reinzuhalten. Zum Beispiel waren die direkten Nachkommen von Salazar Slytherin stolz darauf, ihre Linien niemals zu durchbrechen, selbst wenn dies bedeutete, dass der Familienname aussterben würde, was letztendlich auch geschah. Ich kann wirklich nachempfinden, wie schrecklich es für Zauberer und Hexen gewesen sein muss, in einer Zeit der Unsicherheit zu leben. Es ist kein Geheimnis, dass sie verfolgt und getötet wurden, weil ihre Gabe nicht verstanden wurde. Ich glaube, dass sie jedes Recht hatten, sich von den Muggeln zu distanzieren, als dies ursprünglich geschah, aber solcher Groll und Hass ist schon ziemlich brutal. Es ist völlig falsch, über tausende Jahre hinweg Hass aufrechtzuerhalten, Menschen zu töten und zu foltern als Strafe für etwas, das ihre Vorfahren vor so langer Zeit getan haben, selbst wenn sie Idioten waren. Die Idee des reinen Blutes und die Vorstellung, dass Familien nicht mit der Zeit gehen, ist rückständig. Sie erkennen nicht, dass das Leben weitergeht, die Gesellschaft und die Kultur sich weiterentwickelt und das Festhalten an veraltete Traditionen wird sie immer in der Minderheit lassen. Es spielt keine Rolle, ob jemand reinblütig, halbblütig oder muggelstämmig ist. Sobald er magische DNA hat, trägt das nicht dazu bei, dass eine Person mächtiger ist als alle anderen. Macht wird gesucht, aber nicht erlangt. Magisch begabt zu sein, öffnet einfach die Tür zur Macht. Tom Riddle war ein Halbblutzauberer und wurde der mächtigste dunkle Zauberer aller Zeiten. Da haben wir schon unseren Beweis. Also bin ich sicher, dass die reinen Blutlinien nicht einfach so begonnen haben, Muggel zu hassen, sondern es hat irgendwo seinen Ursprung. Das Einzige, was ich nicht bestätigen kann, ist, ob es einen Krieg zwischen den beiden Rassen gab. Vielleicht wird J.K. Rowling das eines Tages bestätigen, aber ich glaube eher nicht. Und das war's auch schon mit diesem Video. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.